Markus, wenn dein Papa hier eintrifft, dann bist du... Oh, dann muss er sein. Sind Sie der Papa? Nee, ich gucke hier nur zu. Scherz. Gut, wie darf ich Sie nennen? Herr. Dann setzen Sie mal, Herr. So, das ist das Problem. Der Johannes kann Sie nicht in die Klassengemeinschaft integrieren. Aber das ist gar nicht mehr. Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei Tobias. Aber er kann ja, gar... Gucken Sie ihn sich mal genauer an. Also. Ja, okay, du bist ja gar nicht mehr da. Sie sehen mich ja zum ersten Mal. In der Pause jetzt. Ich würde Ihnen vorschlagen, Sie reden zu Hause ein bisschen mehr Türkisch, dann könnte er sich mit seinen Kameraden verständigen. Wie soll ich denn Türkisch mit ihm lernen? Ja, wir auch, gar nicht gemeinsam. Auch mal einen Film gucken oder unseren Sprachlehrer hier mal fragen. Der kann das wirklich. Was ist das für ein Vogel? Mann, es ist gar nicht mein Vater! Jetzt. Das stimmt sogar. Mehmet, dein Vater wird eintreffen und dann wirst du... Ja, ich weiß, mein Sohn kann keine Deutsch, aber habe ich diese Duolingo, diese Hilfen. Duolingo? Diese gibt Hilfe nach. Hilfe nach? Ja, irgendwie immer Hilfen. Meinen Sie Nachhilfe? Irgendwie, irgendwann. Okay, aber wie lernt der jetzt Ihrem Sohn Deutsch? Das ist 15 Minuten am Tag und dieser Esel kann dann Deutsch, okay? Okay, wollen Sie noch sich hier hinsetzen und mit uns... Nein, du hilfst ihm jetzt, okay? Was ist denn mit Ihrem Vater los?